So, eine neue Folge Jung und Naiv. Ich habe einen altbekannten Gast. Wer bist du? Ich bin der Fefe. Hallo. Wir haben uns, glaube ich, seit 4 Jahren nicht mehr gesprochen. Zuletzt auf dem 2019 in Leipzig. Erinnerst du dich noch? 2019 ist länger her. Das müsste irgendwie 29 gewesen sein, ne? Nee, auch, ist auch. Das kann nicht so lange her sein. 2019? Na doch, stimmt, kommt hin. Ja, also wir saßen irgendwie in so einer Halle, ne? Ja. Also Leipzig weiß ich auch noch, ja. Oh, die Zeit vergeht. Ja, aber das geht mir mit vielen Leuten gerade so, weil wir haben ja jetzt viele Jahre keinen Kongress gehabt und die Erleichterung war spürbar, wenn man hier ins Gebäude reinkam. Die Leute alle endlich wieder Kongress, also das haben viele vermisst und gebraucht. Hast du Probleme gehabt, einige wiederzuerkennen? Konstanze meinte in der vorherigen Folge, dass sie manche schwerlich wiedererkannt hat. Nö, also ging mir nicht so. Eher andersrum, die Leute haben mich nicht erkannt, weil ich hier mit Maske rumgelaufen bin. Habe ich jetzt auch nur für den Talk abgenommen, damit man das hören kann. Hast du Corona oder was? Nee, aber andere haben vielleicht Corona. Außerdem ist es ja ein sozialer Kontrakt, ne? Es sind ungewöhnlich viele Maskenträger hier im Vergleich zur, ich sage mal, allgemeinen Stimmung in der Gesellschaft. Wie erklärst du dir das? Naja, subjektiv. Ich finde, es sind wenig Maskenträger hier, aber so im Vergleich ist es schon, Vergleich ist schon irgendwie, ja, ist mehr als draußen im Bus. Ich finde es gut. Ich meine, die Nerds haben, glaube ich, auch eher einen Zugang zu wissenschaftlichen Papers und Fakten und haben sich angeguckt, wie das Risiko ist. Und ein Nerd geht an sowas vielleicht auch mit einer Risikobetrachtung ran und sagt, okay, was kostet mich das, hier eine Maske zu tragen? Ja? Und was kostet mich es potenziell, wenn ich sie nicht trage? Und dann kommt halt raus, lieber mit Maske. Bist du gut durch die Pandemie gekommen jetzt im Nachhinein? Ja, also ich habe hab auch ansonsten immer Maske getragen, wenn ich draußen war, bis auf jetzt im Sommer. Und das ging gut. Du hast draußen sogar Maske getragen? Ja, natürlich. Also ich meine, im Winter ist halt das Risiko höher, aber das liegt nicht an den Temperaturen oder draußen, sondern an den Schleimhäuten, die dann halt austrocknen. Oder also es gibt auch gute Gründe, draußen Maske zu tragen. Und drinnen war ich eigentlich hauptsächlich mit meiner eigenen Familie. Da muss ich jetzt keine Maske tragen. Wenn einer krank ist, sind alle krank. Ja. Ist die ganze Familie dabei dieses Jahr? Nicht alle, aber fast die meisten. Sind die auch so an dem Bereich interessiert, an dem du interessiert bist? Oder ist Sohnemann und Co. so gar nicht an Hacking und IT interessiert? Oh, sind schon interessiert, aber das muss ich jetzt erst zeigen. Ja, ich will auch nicht da irgendwie vorgeben, sondern dann müssen die selber hinkommen. Sonst ist ja scheiße, ja? Bist du nicht der Patriarch in der Familie? Nein, nein, nein. Jeder muss seinen Weg selber finden. Bist du wieder CCC-Mitglied eigentlich? Noch nicht, aber es gibt Hoffnung. Warum? Na, also es gab da ja einen Anlass, den ich irgendwie nicht öffentlich kommuniziert habe und die hängen mit ein paar Personen zusammen und es sieht gerade so aus, als wenn die aus dem Club rausgehen und dann kann ich auch wieder reingehen. Möchtest du Näheres uns preisgeben? Nö. Okay, wie lange dauert das noch? Könnte es sein, dass du nächstes Jahr dann endlich wieder CCC-Mitglied bist? Warum bist du eigentlich sicher, dass die dich wieder aufnehmen? Ja, das weiß ich natürlich nicht, aber der Club hat eigentlich keine Policy, um Leute nicht reinzulassen oder zumindest historisch nicht. Ich hoffe, dass sie die jetzt nicht für mich entwickelt, aber das weiß ich natürlich nicht. Naja, mal gucken. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, weil wir ja seit 4 Jahren nicht geredet haben und wir haben ja so eine kleine Tradition auf dem Chaos Communication Congress miteinander zu reden. Es ist zum ersten Mal, dass wir jetzt miteinander reden, dass es keine Kanzlerin Angela Merkel gibt. Ja, endlich. Keine Union in der Bundesregierung. Ja gut, die hängen ja immer noch da rum und sind in den Landesregierungen, insofern. Das muss noch weitergehen, das reicht noch nicht. Aber ist ein guter Anfang. Wir haben jetzt knapp 2 Jahre Ampel aus SPD, Grüne und FDP. Hast du eine Fortschrittskoalition wahrgenommen, die die Veränderungen vorangebracht hat, die wir uns alle erwünscht hatten, die die CDU und CSU in 16 Jahren liegen lassen haben? Nee, aber ich glaube auch nicht, dass es von der Regierung ausgehen kann. Also die Regierung kann zwar irgendwie versuchen, Signale zu setzen und so, aber der eigentliche Fortschritt kommt von den Leuten. Wenn die das Gefühl haben, sie leben in einer Gesellschaft, wo es jetzt in die Richtung geht, dann geht es in die Richtung. Und ich persönlich freue mich immer, wenn ich mit der Bahn durch Deutschland fahre und an so Solarkraftwerken und Windrädern vorbeikomme. Und das wird halt immer mehr. Und dann denke ich mir, okay, das war nicht die Politik, die dahin gebaut hat, sondern es gab halt natürlich Signale der Regierung. Und es gab das Gesetz, dass die entschädigt wurden. Und es gibt jetzt Balkonkraftwerke und so. Da hat die Regierung natürlich mitgearbeitet. Aber das war halt nicht die Regierung, die die aufgestellt hat am Ende.
Und ich glaube, wenn wir warten, dass die Regierung Dinge tut, dann können wir lange warten. Das muss immer von uns ausgehen. Die Regierung könnte ja Dinge unterstützen, beziehungsweise manche Dinge blockieren. Ja. Ja, haben sie ja auch. Also gerade das Blockieren war ja immer ein Problem mit der Merkel-Regierung und insbesondere Herrn Altmaier. Aber so ein paar Blockaden wird es immer geben, weil das am Ende subjektiv ist, wie viel Förderung angemessen ist und wie viel nicht. Ja, also wir haben, selbst wenn der Staat Solarzellenbetreibern zu Hause den Bürokratiescheiß aus dem Weg räumt, dann ist ja immer noch die Frage, wenn die einspeisen, wie viel Geld kriegen die dafür, ne? Und da kann man halt geteilter Meinung sein, was da gerecht ist. Insofern ist es, glaube ich, nicht so einfach, da zu sagen, okay, das ist jetzt, haben sie gut gemacht oder haben sie nicht gut gemacht. Also es gibt die Erstattung, auch wenn die jetzt gerade wieder in Frage steht. Und am Ende ist es aber der einzelne irgendwie Wohnungsbewohner, der halt ein Balkonkraftwerk aufbaut oder halt nicht. Und wenn der das nur macht, wenn sich das wirtschaftlich lohnt, dann werden wir alle untergehen. Das verstehen, glaube ich, auch immer mehr Leute. Und deswegen bauen jetzt eben auch Leute Balkonkraftwerke, bei denen sich das nicht auszahlt. Die zahlen dann halt ein bisschen drauf, aber dafür sind sie Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Und so muss das, glaube ich, laufen. Aber es ist gerecht. Ich meine, ich kenne das von meiner Familie, die haben auch Solarkram auf dem Dach. Die bekommen nicht so viel Geld fürs Einspeisen wie für den Strom, den sie nutzen. Ist das fair? Ja, das wird immer so sein müssen, weil der Strom, den man nutzt, der kommt ja durch ein Netz und das ist in Deutschland getrennt von den Energieerzeugern. Das heißt, die werden bezahlt werden wollen. Ja, das heißt, selbst wenn man, also nehmen wir mal an, ich verbrauche jetzt Strom, den mein Nachbar mit seinem Balkonkraftwerk generiert hat, dann sitzt da trotzdem ein Kabel dazwischen, was irgendeine Firma betreibt und die will bezahlt werden. Deswegen wird es immer teurer sein, Strom einzukaufen. Und das wollen wir ja eigentlich auch, ja, denn das ist ja der Anreiz für mich, ein Balkonkraftwerk zu installieren. Wenn es billiger wäre, den Strom aus dem Netz zu holen, dann würde ja keiner Solarzellen aufbauen. Also das muss schon so sein. Das ist ja teilweise wie das Drei- oder Vierfache dessen. Ja, also klar, es gibt immer, könnte immer alles besser sein. Aber wir sind jetzt, glaube ich, beim Punkt, wo für viele Leute oder für eine kritische Masse, würde ich sogar sagen, das gut genug ist, dass sie es einfach machen. Mir fällt auf, dass dieses Versprechen von früher mit einer dezentralen Energiewende, ja, wo die einzelnen Bürger, die Kommunen, die Energieversorgung in der Hand haben und nicht mehr zentrale Player, Oligopole, dass das aufgegeben wurde. Ist das eine gute Entwicklung? Naja, also das kommt darauf an, auf welcher Ebene man das betrachtet. Also unser Stromnetz ist jetzt schon ziemlich wackelig, eben durch die ganzen erneuerbaren Energien, weil man das nicht gut vorhersagen kann. Also bei Solar weiß man halt irgendwie, okay, die Sonne scheint, aber kommt da jetzt eine Wolke vorbei oder nicht? Und das heißt, das Stromnetz muss immer gegenregeln. Der kann halt sehen, wie viel Strom wird rausgenommen und wie viel wird eingespeist und dann fährt irgendwo ein Gaskraftwerk an und kompensiert die Differenz. Ne? Oder wir haben jetzt auch Situationen gehabt, wo mehr Strom regenerativ erzeugt wurde, als überhaupt abgenommen wurde. Aber das Stromnetz ist immer dezentral am Basteln. Das ist, kann, nur weil das eine zentrale Firma vielleicht irgendwie das Kabel betreibt, es heißt es nicht, dass das Stromnetz zentral ist. Das ist schon immer dezentral. Ja gut, das eine ist der Ausbau der Stromnetze, die auch den Privaten quasi überlassen wird, anstatt dass das irgendwie, man könnte das ja vergesellschaften oder der Staat könnte es übernehmen. Das andere ist aber, dass die Bundesregierung jetzt und auch die davor quasi Offshore sehr gut fördert, also die Offshore-Windkraft. Wer kann sich sowas leisten? Natürlich nur die großen Konzerne. Ja, aber das sehe ich nicht als Nachteil, weil bei Windkraft ist es so, dass die Effizienz steigt, je größer der Radius ist und je höher das Windrad ist, also vereinfacht. Und das heißt, das ist eh außerhalb des finanziellen Rahmens von Privatpersonen. Da könnte man jetzt irgendwie als Kommune vielleicht einen Fonds aufsetzen oder so. Aber das ist schon in Ordnung aus Effizienzgründen, wenn es eine Firma macht, aber man darf die dann halt nicht mit den Profiten weglaufen lassen. Das wäre ja das Ding. Also ja. Die werden ja jetzt die nächsten Jahre und Jahrzehnten dann wieder Profite einheimsen. Ja, ein paar Profite sind ja in Ordnung, denn wir wollen ja, dass sie das Geld haben, um die nächste Windfarm zu bauen. Also das finde ich nicht grundsätzlich scheiße, dass da irgendjemand profitiert auf dem Weg. Das sollen sie machen. Aber wichtig ist, dass wir jetzt Wind und Solar aufbauen, weil wir die Ressourcen, die wir zum Aufbau dieser erneuerbaren Energien brauchen werden, die müssen wir mit fossilen Energieträgern teilweise machen. Und deswegen muss das jetzt geschehen. Und wenn da irgendwelche Leute dran verdienen, dann ist es halt so. Ja. Das andere, was mir zum Beispiel, ich komme ja aus dem Osten, immer wieder auffällt, es wird
immer wieder gegen Windräder und Windparks sich aufgeregt. Es werden kommunale Bürgerentscheide organisiert, die sich dagegen organisieren, gegen Solarparks von einzelnen Firmen und so weiter. Woran dann, ob nun ein Windpark oder Solarpark, diese Kommunen, die das ja dann trotzdem in irgendeiner Weise betrifft, nicht beteiligt werden. Und ich hatte mir immer so gedacht, eine dezentrale Energiewende, warum macht der Bund, die Bundesregierung, die Länder nicht irgendwie so einen Fonds mit, ne? Das Dorf ist bereit, 10 Windräder aufzustellen, die bekommen dafür, keine Ahnung, 30 Millionen Euro Kredit, müssen das über 50 Jahre abbezahlen, aber dafür gehört der Kommune diese Windräder, der Strom, den die da produzieren, der wird halt kostenlos sein für die Leute, die davon betroffen sind, und die Gewinne, die sie damit machen, bekommen sie auch noch. Ja, das klingt wie eine gute Idee. Man muss aber vorsichtig sein. So ganz verteilt geht's nicht. Das hat Texas versucht. Die haben sich abgeklemmt vom Rest des amerikanischen Grids und die laufen jetzt regelmäßig in katastrophale Probleme rein. Die müssen aber nicht abgetrennt werden. Ja, nee, das ist, was ich meine. Also man muss schon dafür sorgen, dass die Kommune dann aber trotzdem noch einen Zugang zum Netz hat und nicht nur auf ihre eigenen Windräder angewiesen ist. Man darf das, glaube ich, nicht überbewerten, dass Leute gegen Wind und Solar sind, weil das gab es immer, ja. Wir haben bei Impfungen haben wir das gehabt. Es gibt immer irgendwelche Spinner, mit denen muss man reden, ja. Muss man reden und muss man vielleicht aushalten. Aber damit, wenn man sie finanziell beteiligen kann, dann nimmt man ihnen wahrscheinlich auch ein Riesenargument, gegen diese Veränderung zu sein. Oder wenn man sie beteiligt und sie einen gewissen Stolz entwickeln, okay, wir sind hier Teil der Energiewende, dann fördert das auch andere Kommunen, die sagen, okay, dann wollen wir das auch. Wir wollen Teil dieser Wende sein, dieser Transformation, anstatt dagegen zu sein, weil die da oben oder reiche Konzerne sich an uns bereichern und unsere, keine Ahnung, Landschaft verschandeln. Ja, das gibt's alles schon. Also das klingt bei dir, als wenn es irgendwie Zukunft wäre. Das gibt's schon. Es gibt's aber viel zu wenig. Ja, naja, es gibt's immer zu wenig. Das ist halt bei erneuerbaren Energien, wird es auch auf absehbare Zeit so bleiben, weil die nicht von heute auf morgen gebaut werden können. Es wird immer weniger geben, als man eigentlich gerne hätte. Aber es gibt schon Kommunen, die sich im Grunde selbstständig gemacht haben, eigene Windräder gebaut haben und mehr produzieren, als sie selbst verbrauchen, und den Gewinn einstreichen. Und da hat noch nie jemand irgendeine Kommune aufgehalten, ja, weil die entscheiden ja, wo sie auf ihrem Gebiet Windräder zulassen und wo nicht. Das heißt, wenn man es da mit Leuten zu tun hat, die mit Geld zu überzeugen sind, das sind, glaube ich, nicht die da im Weg stehen, ja, sondern das sind so Fundamentalisten halt. Deine Argumentation finde ich schlüssig, aber die galt schon immer. Da stand niemand im Weg, ja, wenn irgendwie jemand sich als Kommune überlegt, wir bauen jetzt Windräder und das wirft dann irgendwann Profit ab. Das war schon die ganze Zeit so. Na gut, aber Gegner der dezentralen Energiewende sind natürlich die Konzerne gewesen, die Oligopole, die bisher fossil unsere Energie gemacht haben. Die haben natürlich gesehen, okay, wenn wir da jetzt nicht mehr die Player sind, dann verdienen wir kein Geld mehr, sind wir irgendwann weg. Ja, aber die können es ja nicht verhindern. Also ich meine, so viel Macht haben die nicht. Ne? Es könnte zum Beispiel jetzt einfach, erstens, so viel Macht haben die nicht, und zweitens sind es ja Ex-Staatskonzerne. Das heißt, da sitzen Leute drin, die von der Politik dahingesetzt wurden. Ja? Also gibt noch viel Altpersonal. Man kann natürlich auch mit denen einfach verhandeln und sagen, pass auf, das ist jetzt nicht eure Entscheidung, ob ihr unseren Windpark an euer Netz anschließt oder nicht, sondern das macht ihr jetzt halt. Ja. Ja, also so zu tun, als könnten hier Konzerne irgendwas diktieren, so ist es nicht. Was sie halt machen können, ist natürlich teuer sein einfach. Und da haben wir ein Problem im Strommarkt. Das hätte man nicht privatisieren dürfen, weil das ein natürliches Monopol ist. Ja, es macht nicht Sinn, dass es mehrere Firmen gibt, die über Land Stromleitungen bauen, weil es viel billiger ist, irgendwie drei auf einmal zu bauen auf dieselbe Strecke, mit demselben Baumaterial und denselben Baggern, als wenn da jetzt drei Leute über dieselbe Strecke irgendwie jeweils eigene Masten hochziehen. Das ist halt sinnlos. Und daher führt der Markt an sich schon von alleine dazu, dass es bei Stromgesellschaften und vor allem so den Netzbetreibern gibt es halt regionale Gesellschaften, und das sind natürliche Monopole. Und darauf ist ja unsere soziale Marktwirtschaft eigentlich ausgerichtet, dass solche Firmen dann eben starken Regulatorien unterliegen und haben halt nicht so viel Freiheitsgrade, wie wir alle mal irgendwie so tun. Die können jetzt nicht sagen, okay, du kriegst jetzt halt keinen Strom, oder wir drehen jetzt die Preise beliebig auf, da gibt es eine Regulierungsbehörde und die sagt, mehr als so und so viel Profit dürft ihr nicht machen. Und das hat dazu geführt, dass die dann halt in anderen Ländern investiert haben und da die Daumenschrauben angezogen haben. Also England ist zum Beispiel ein Opfer von deutschen Strominvestments.
weil die haben weniger Regularien gehabt und da gab es dann mehr Profit rauszutragen und dann sind die halt reingegangen. Ja. Also wir haben alle Macht in unseren Händen. Unsere Regulierungsbehörde ist von der Politik gesteuert und kann denen vorschreiben, was sie will im Wesentlichen. Also tun es nicht. Oder wieder zu wenig. Ja, naja, also das ist halt subjektiv. Ne? Wie viel ist jetzt genug? Und ich glaube, man wird immer sich das angucken und sagen, da geht aber noch was. Und das ist ja auch richtig. Aber wir sind jetzt nicht an der Stelle, wo ich sagen würde, das ist das Problem, was uns aufhält. Wir haben große Windparks, die gerade in der Nordsee entstehen. Insbesondere übrigens auch die Briten. Und da kann man dann natürlich ganz ketzerisch mal die Gegenfrage stellen. Ist das vielleicht so, dass die mit ihren Windparks weiter sind, weil die schlechte Regulatorien hatten? Ja? Das könnte man ja auch überlegen, dass sie sagen, okay, wir wollen unabhängig werden von diesen scheiß deutschen Investoren, die uns hier auf unsere Kosten Profite machen, dann bauen wir jetzt mal selber Windparks. Man weiß es nicht. Aber so einfach ist es halt nicht zu sagen, wir müssen jetzt hier irgendwie die Stromkonzerne zerschlagen. Wir hätten die nie privatisieren dürfen. Ja, das wäre eine Lösung, auf die ich jetzt komme. Ne? Ein großes Thema jetzt in Zeiten der Ampel war Lützerath. Ja. RWE wollte nochmal schön abbaggern, wollte die Kohle, die sie eigentlich bis 2038 rausholen wollten, jetzt schon früher rausholen, damit den Kohleausstieg voranziehen. Aber die Kohle wird ja dann trotzdem in gleicher Masse rausgeholt. Moment. Wäre eine... Ja. Ja? Selbst wenn wir einen Kohleausstieg haben, heißt es nicht, dass sie mit dem Bergbau aufhören, weil das kann man immer noch an andere Länder verkaufen, die noch keinen Kohleausstieg haben. Das heißt, dass der Schluss zu sagen, nur weil wir Kohlekraftwerke abschalten, wird in Lützerath keine Kohle abgebaut, der war eigentlich die ganze Zeit schon falsch. Ja. Frage wäre aber, RWE vergesellschaften, RWE enteignet. RWE ist einer der schlimmsten fossilen Konzerne der Menschheitsgeschichte. Das gibt da so eine Tabelle, die Top 100. Jetzt machen sie immer noch weiter. Der RWE, glaube ich, der Marktkapitalisierung liegt über 30 Milliarden Euro oder so weiter. Warum nicht ein Sondervermögen RWE machen und dann denn diesen Konzern, diesen mächtigen Konzern, entweder vergesellschaften oder verstaatlichen, damit wir die Kontrolle haben, weil der RWE gehört auch das Netz, also ein Netz in Deutschland und ist ein ganz wichtiger Betreiber. Ja, leider haben wir halt gerade sehr hohe Energiepreise, dadurch sind die Profite von RWE unfassbar hoch. Ja. Und jetzt ist also der denkbar schlechteste Moment, die Firma zu verstaatlichen, weil die halt der Wert der Firma sich aus den Profiten errechnet. Ja, wir hätten die verstaatlichen müssen, als Öl und Gas billiger war, oder wir müssen es irgendwie per Zwang machen, keine Ahnung. Also was es da für Optionen gibt, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, der jetzt ist nicht der richtige Moment, um die zu verstaatlichen. Es ist, glaube ich, besser, mit der Regulierungsbehörde die Profite abzugreifen. Da gab es ja auch Ansätze, dass man sagt, so eine Übergewinnsteuer. Und vor allem müssen wir aufhören, die ihre Kosten vergesellschaften zu lassen. Es gab dieses Uniper-Ding. Weiß nicht, ob die Hörer das alle gehört haben. Das war im Wesentlichen sowas wie eine Bad Bank von E.ON. Die haben ihre Gas-Tochter, die halt nicht viel Gewinn gemacht hat, haben die halt ausgelagert an Uniper und haben die dann halt mit ihren ganzen Schulden sozusagen pleite gehen lassen und der Staat hat dann einen Bailout gemacht. Und das ist halt, also das ist mir unbegreiflich, wie die Ampel das geschehen lassen konnte. Ja, oder auch egal welche Regierung. Das war ganz klar Abzocke, denn RWE hat mehr als genug Profit gemacht in dem Zeitraum, um das komplett zu... Also allein RWE hätte mehr Profit gemacht, als Uniper Verlust gemacht hätte, wenn ich das jetzt richtig auf dem Radar habe. Ich meine, wir reden hier von Milliardenbeträgen, das kann man sich gar nicht vorstellen als irgendwie normaler Mensch. Aber die fossile Energieindustrie hat auf jeden Fall mehr als genug Gewinn gemacht, um die Verluste von Uniper mehr als auszugleichen. Und daher glaube ich, dass die Verluste von Uniper im Wesentlichen eine Geldverschiebung in Richtung der Konzerne war, der Energiekonzerne. Also es ist nicht so, dass Uniper jetzt Verlust machen musste, weil die einfach irgendwie im schlechten Umfeld waren, sondern da ist Kohle rausgetragen worden und danach hat man so getan, als müsste jetzt der Steuerzahler irgendjemanden retten von dem Raubzug der Energiekonzerne, denn die haben alle Milliardengewinne gemacht. Also das ist und sie werden jetzt entschädigt für zukünftig entgangene Profite. Also für den Atomausstieg werden diese Konzerne entschädigt und für den Kohleausstieg. Ja, also ich weiß auch nicht, warum die Regierung das mit sich machen lässt. Das ist das Geld unserer Kinder, was sie da ausgeben. Ich bin auch eigentlich kein Freund von Sondervermögen, weil das klingt, also Vermögen ist einfach auch schon Bullshit. Das ist kein Vermögen, sondern es ist ein neuer Kredit. Ja, das heißt nur Vermögen, damit der Bürger nicht fragt, irgendwie, warum man das jetzt ausgeben kann, wenn wir an anderer Stelle gesagt haben, für Hartz IV ist kein Geld da. Das ist ein Trick, das ist so ein Taschenspielertrick. Ja, lasst euch nicht verarschen, nur weil das Sondervermögen heißt, das ist ein neuer Kredit. Ist ja immer irre, wenn der Staat behauptet oder die Bundesregierung sagt, es ist kein Geld mehr da.
Ja, es ist nie Geld da. Das wird halt als Kredit aufgenommen. Sie können immer Staatsanleihen rausgeben und damit... Ja. Naja, also das Problem ist halt, es gibt so eine wirtschaftliche Strömung, die sagt, der Staat kann eigentlich so viel Schulden machen, wie er will, weil er ja neues Geld drucken kann. So, ich vereinfache jetzt. Ja. Aber es ist halt so, man kann es in unserem Haushalt sehen, der Prozentsatz, der nur für die Zinsen drauf geht, für die Kredite, die wir schon aufgenommen haben, der ist halt ein fester Teil, der verbucht ist. Und mit dem Geld können wir sonst nichts machen. Ja? Ich würde den Hörern empfehlen, mal eine Statistik rauszusuchen, wie viel Steuereinnahmen die Bundesrepublik Deutschland hatte historisch. Denn die sind immer nach oben gegangen und jedes Jahr ist ein neuer Rekord. Ja, also die Steuereinnahmen werden immer mehr und trotzdem haben wir immer weniger Geld, mit dem wir Dinge tun können, weil wir das alles verplant haben. Ja? Also der größte Batzen verplantes Geld ist natürlich Sozialausgaben. Klar, das wollen wir ja auch nicht wegkürzen, aber vieles eben auch Zinstilgung, Zinsabzahlung, nicht Tilgung. Getilgt wird da eher selten. Aber so, das ist halt Geld, was wir jetzt nicht mehr verfügbar haben, sondern das ist schon ausgegeben sozusagen. Ja? Das heißt, der Haushalt hat überhaupt nur so ein paar Prozent Freiheitsgrad. Also die tun immer so, als wenn sie da groß verhandeln. Bei den Zinsen sind jetzt auch nicht so viel. Das ist, je nachdem, wie du die abbezahlen willst, zwischen 10 und 30 Milliarden pro Jahr. Na, wir haben jetzt eine Phase gehabt, wo wir überhaupt keine Zinsen zahlen mussten, weil wir refinanzieren konnten, als die Zinsen gerade null waren. Das war natürlich super, aber die waren halt nicht so schlau, dann wirklich langfristige Schuldverschreibungen auszuhandeln, sondern die laufen jetzt halt der Reihe nach ab und jetzt haben wir wieder Zinsen und dann sind das halt wieder Milliardenposten im Haushalt. Ansonsten, wir hatten letzte Folge zu MMT gemacht. Ich weiß nicht, ob du die gemeint hattest. Sie sagt ja auch nicht, unendliche Staatsschulden sind möglich, aber auf jeden Fall jetzt sind mehr Staatsschulden möglich, als was uns die Mächtigen einreden wollen. Wir stehen ja gerade bei 60 oder 80%. Ne, Japan zeigt ja mit 260%, dass es immer noch vorangeht. Ja, ich meinte die MMT, aber... Das ist, ich halte das für nicht richtig. Also Griechenland liegt auch so bei 200% übrigens gerade. Ja, dass die Staatsverschuldung höher als vor der Griechenland-Krise. Da habe ich mich sehr drüber geärgert, dass neulich die Tagesschau titelte, irgendwie in Griechenland sei ja jetzt die Krise vorbei sozusagen. Das ist ja jetzt irgendwie, die haben jetzt zwar mehr Schulden, aber nee, das ist die Krise, die Schulden. Ja, aber vielleicht haben die Schulden gar nicht so sehr was mit der Krise zu tun. Ja, das finde ich halt nicht, weil du kannst ja sehen, dass das Geld halt für Zinsen draufgeht dann. Das ist ja... Wenn du kein Geld hast. Außer wenn du 0%. Ja, Griechenland hat nie 0% aufnehmen können. Deutschland schon. Ja, Deutschland schon, aber die Zeiten sind vorbei. Und also das Problem ist halt, wir haben halt neue Ausgaben, weil wir zum Beispiel finden, dass ein Mindestlohn gezahlt werden sollte und der Teil, der als Lohn rausgeht, der fällt dann nicht als Steuer ab. Ja, und das ist ja alles miteinander verbunden. Und jede Mark oder jeden Euro, den wir für Zinsen rausgeben müssen, den haben wir halt nicht in der Hand, um damit den ÖPNV besser zu machen oder andere Sachen, die gemacht werden müssen. Die Schulen irgendwie haben Schimmel an den Wänden, da ist dann angeblich kein Geld für da. Und ich glaube, das Geld, was nicht da ist, das geht halt für Zinsen raus. Ja, insofern, das mit der Schuldenbremse war jetzt nicht der richtige Ansatz, aber es ist grundsätzlich, glaube ich, schon richtig, dass man gucken sollte, dass der Staat nicht beliebig viel Schulden aufnimmt. Man könnte auch gucken, dass der Staat nicht zu wenig Geld einnimmt. Wenn wir jetzt wieder bei denjenigen sind, die viel zu wenig Steuern vielleicht zahlen. Ja, aber das macht er nicht. Der Staat nimmt jedes Jahr neue Rekorde an Steuern ein. Also das ist eine Nebelkerze. Nee, ich meinte jetzt, die Reichen und Superreichen zahlen am allerwenigsten Steuern. Also aufs Vermögen sowieso nicht und bei den Einkommen auch immer weniger. Ja, das stimmt natürlich und das ist ungerecht, aber da habe ich die Hoffnung, ehrlich gesagt, ein bisschen aufgegeben, dass wir da die Hoffnung jemals Besserung... Naja, guck mal, die Leute, ja, die das... progressiver, ja. Nee, ich fordere es natürlich auch, aber die Leute, die das umsetzen müssten, sind Politiker und deren Parteien kriegen Wahlspenden von den Reichen und deswegen werden die das nicht verhindern, dass die Reichen reich sind. Die Grünen und die SPD haben das im Wahlprogramm sogar gehabt. Ja, das habe ich mich auch sehr gefreut. Im Koalitionsprogramm, im Koalitionsvertrag stand auch alles Mögliche drin. Davon ist 10% umgesetzt worden. Und der Rest ist halt... Es gibt so einen schönen Spruch, den der Müntefering vor vielen Jahren gebracht hat. Es sei ja unfair, Politiker nach ihren Versprechen vor der Wahl zu bewerten. Und das ist halt leider Stand der Politik in Deutschland. Ja. Die versprechen viel und machen dann wenig. Und können, was ja auch richtig ist, sagen, ihre Hände seien gebunden, weil wir halt unter anderem hohe Zinszahlungen haben. Und was mich ja mehr aufregt als Reiche, die keine Steuern zahlen, ist, dass wir uns plötzlich 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr leisten.
So, what the fuck? Ja, es gibt hier irgendwie Obdachlose unter den Brücken und wir kaufen Panzer, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also das regt mich mehr auf, ehrlich gesagt. Weil da hätten wir direkt einfach sagen können, machen wir nicht. Wenn für dich jetzt diese Zinszahlungen aufgrund der Schulden das Problem sind, wir haben ja eine Staatsschulden, wenn du insgesamt guckst, so ca. 2,5 Billionen Euro, also 2500 Milliarden Euro Staatsschulden. Es gibt aber Privatvermögen in Deutschland von 7,5 Billionen Euro. Was hältst du davon, einfach den Reichsten, die das meiste dieses Batzens haben, das einfach zu entziehen, damit unsere Staatsschulden auf Null zu setzen und dann wieder von neu anzufangen? Auf eine Art haben wir das gemacht. Ja, das ist genau, was eine Inflation macht. Also wenn du eine hohe Inflation hast, dann ziehst du halt den Leuten das Geld aus der Tasche. Und zwar, wer mehr Geld hat, ist mehr betroffen. Ja, also theoretisch. Praktisch ist natürlich so, dass wir lauter arme Leute haben, die du gerade so unter die Grenze drückst, mit denen sie noch leben konnten. Daher ist es am Ende nicht gerecht. Aber eigentlich ist Inflation genau das, dass du sagst, wir machen jetzt das Geld draußen weniger wert und damit sind auch die Schulden des Staates weniger wert. Aber also ich meine, da kommst du halt in Diskussionen rein, wie verteilst du jetzt das Wegnehmen des Geldes? Und da kommen also ich meine, ich kann jetzt schon sagen, was passiert, wenn Leute da ernsthaft drüber nachdenken. Dann kommt nämlich raus, ja, das sind aber Investments in irgendwelche Fonds. Und die Pensionsfonds sind investiert bei den Firmen, die du da enteignen wollen würdest. Oder die Leute irgendwie, das sind aber Spender und die haben irgendwie, die Kunstgalerie muss zumachen, wenn die ihre Spenden zurückfahren. Also das Geld liegt ja nicht bei denen irgendwie im Geldspeicher wie bei Dagobert Duck, sondern das ist halt investiert und das gibt denen einen Hebel, mit dem sie Druck machen können. Ja? Und daher wird das nie einfach sein, Leute zu finden, denen du Geld wegnehmen kannst, egal wie viel sie haben. Und dazu kommt natürlich, dass sie das Geld dann einfach ins Ausland schleppen können, wenn es so aussieht, als wenn sie hier enteignet werden. Also das ist eine schöne Forderung, ich fordere das auch, aber es ist nicht so einfach. Ja, einfacher ist es zu sagen, die 100 Milliarden für die Bundeswehr machen wir einfach nicht. Das wäre echt ein No-Brainer gewesen. So, ich verstehe echt nicht, was da so, was. Ja, oder man sagt, okay, wenn 100 Milliarden für die Bundeswehr da sind oder da sein können, warum machen wir das nicht für Bildung, 1000 Milliarden für Klimaschutz und so weiter, also nach deren Logik gehen. Naja, das machen wir deswegen nicht, weil das halt kein Vermögen ist, sondern das sind neue Schulden. Ja? Und wenn es um Schulen geht, dann argumentieren die natürlich sofort, ja, aber das sind ja neue Schulden, das geht ja nicht. Bei der Bundeswehr schreiben sie einfach Vermögen drauf und tun so, als hätten wir das noch irgendwo in der Sofaritze gefunden. Das ist natürlich unredlich. Ja? Und ich bin entsetzt, dass es da nicht mehr Kritik gab und mehr Aufstand sozusagen, weil das geht. Also da bin ich wirklich stinkig drüber, ja. Ja gut, ich verweise auf die MMT-Folge und unser wöchentliches Wirtschaftsbriefing zu dem Thema. Ich wollte mal kurz zur Energiepreise kommen, ja, weil wir damit angefangen haben, mit dem Klima. Was mir auffällt in meinem privaten Umfeld, ich komme ja auch aus MacPom und so weiter, die Menschen, denen wurden ja gesagt, okay, wenn wir jetzt mehr Erneuerbare und so weiter hinstellen, das ist ja quasi kostenlose Energie durch die Natur, ne? Sonne, Wind und so weiter. Sie sehen die monatlichen oder Jahresstatistiken, dass jetzt mindestens 50% des Stroms, nicht der gesamten Energie, aber des Stroms mittlerweile aus Erneuerbaren kommt. Und trotzdem steigen die Energiepreise, also die Strompreise. Sie bekommen das nicht mehr zusammen. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch auch so ein bisschen der Widerstand gegen diese notwendigen Erneuerbaren entsteht, weil sie einfach diesen Zusammenhang, der ihnen früher nachvollziehbarerweise versprochen wurde, dann nicht sehen in der Realität. Ja, das liegt daran, dass der Regulator pennt. Ja? Also, aber es ist ein rein virtuelles Problem, was wir selbst geschaffen haben. Da könnte jemand einfach hingehen, den Hebel umlegen und dann wäre das gelöst. Ja? Ja, warum passiert es nicht? Weil das sind die Energiekonzerne, zu deren Lasten das gehen würde. Und die machen halt Wahlkampfspenden. Ja. Darum war ja irgendwie enteignen oder so. Ja, also da, wie gesagt, enteignen wäre gut, aber dann werden die halt klagen, genau wie die Atomkraftwerksbetreiber geklagt haben. Und dann werden die Entschädigungen haben wollen und dann sind wir auch wieder bei riesigen Kosten. Ja. Ich glaube, man muss das andersrum formulieren. Es gibt ja diese Einkaufskonditionen im Energiemarkt, dass der Preis sich nach dem Kosten für den teuersten eingekauften Energieträger richten. So, das heißt, wenn jetzt alle Kommunen rumlaufen und Solar und Wind aufbauen, und zwar so viel, dass der teuerste Energieträger, nämlich Erdgas, nicht mehr zum Zuge kommt, dann sinkt der Preis. Aber er sinkt halt erst dann. Im Moment ist es so, dass jemand wie RWE baut halt kräftig Solarparks, weil der Teil von dem Strom, den die verkaufen, der aus dem Solarpark kommt, der ist ja billiger, als was sie dafür kriegen. Da machen die einen riesen Profit mit, aber sie lassen immer noch ein Erdgaskraftwerk laufen.
damit sie sagen können, aber der Preis für den höchsten eingekauften Träger ist so viel. Und solange die Solar- und Windanlagen denselben Konzernen gehören, die damit mehr Profit machen können, wenn sie dafür sorgen, dass es auch noch ein Erdgaskraftwerk in Benutzung ist und die halt runterregeln können, wie viel Wind und Strom abgenommen wird, weil sie das Netz betreiben, solange werden wir teure Energiepreise haben. Was mich auch noch geärgert hat im Kontext war, dass ja die Exporte, die Stromexporte nicht runtergegangen sind. Also den Deutschen hat man gesagt, ihr müsst jetzt sparen und mit dem eingesparten Gas, das haben wir aber nicht gekauft, sondern wir haben es in andere Länder verkauft, so Frankreich zum Beispiel. Und das ist halt unredlich und natürlich werden die Leute dann sauer. Ja, ich auch. Das war einfach Verarschung. Kriminelle Energie. Kommen wir mal zu, wofür Energie so alles genutzt wird. Wir sind ja hier auf einem Chaos Communication Congress. Es wird für Digitalisierung genutzt. Künstliche Intelligenz ist jetzt hier der heiße Scheiß. Bist du auch ein großer Fan von KI? Fangen wir damit mal an. Nee, gar nicht. Ich habe das damals, studiert, weil ich das interessant fand. Und da kam halt raus, irgendwie was gut, das ist jetzt viele Jahre her, aber was damals unter KI lief, das ist halt ein Ansatz gewesen, der noch nicht funktioniert hat. Also der konnte so Sachen machen wie Sachen erkennen. Ja? Man konnte mit KI zum Beispiel damals richtig gut OCR machen. Also das heißt, so einen gescannten Brief dann erkennen, welche Buchstaben das waren und so. Aber das hat ja mit Intelligenz nichts zu tun, das ist einfach Pattern-Matching. Ja? So, das ging gut. Mustererkennung, oder? Genau, Mustererkennung. Später kam dann raus, man kann Gesichtserkennung damit machen, das ist ja ein sehr verwandtes Problem. Man kann irgendwie Vögel erkennen und unterscheiden von Kamelen und so. Also ja, es hat Dinge gekonnt, aber es ist eigentlich hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern ist halt statistische Verfahren. So, und jetzt haben wir eben diese generativen Modelle und die sehen aus, als wenn sie denken können, weil sie in ganzen Sätzen antworten können. Aber das ist eine Täuschung. Ja? Das sieht nur so aus. Und dass jetzt alles KI heißt, ist auch im Grunde eine Verarschung. Das hat alles mit KI nichts zu tun. Deswegen gibt es jetzt einen neuen Begriff, AGI. Das ist Artificial General Intelligence. Das ist, was man früher gemeint hat, wenn man KI gesagt hat. Aber so, was jetzt als KI läuft, ist eigentlich keine KI. Ich habe das mal beim Kunden erlebt. Das erzähle ich ganz gerne, die Anekdote. Die haben gesagt, hier, wir haben hier so ein System mit Machine Learning, hieß es damals noch. Und dann gucke ich rein und da war halt nur so ganz normale Statistik drin. Und die meinten, ja, der Kunde möchte aber gern, dass da Machine Learning draufsteht. Ja, so. Und der Kunde kann ja nicht reingucken und dem ist es eigentlich auch egal. Hauptsache die Ergebnisse stimmen. Und wenn er dann sagen kann beim Einkauf, ey, wir haben hier Machine Learning gekauft oder KI, dann sind die halt alle happy und das hat nichts gekostet. Ne? So. Und viele von den KI-Angeboten im Moment gehen in die Richtung. Wir haben so ein bisschen den Running Gag gehabt in der Nord Show gestern, dass in praktisch jedem Gebiet der Gesellschaft gerade so zumindest die Idee umgeht, man könnte ja irgendwas durch KI ersetzen. Ja, das ging hin bis zu einer Umfrage von einer spanischen Universität. Die hat nämlich die Leute gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, dass ihre Abgeordneten durch Roboter ersetzt werden sollen. Und da haben 50% der Befragten in der EU gesagt, ja. Also die Politik kann man wunderbar durch KI ersetzen, aber bei anderen Sachen wird es schwierig. Ja. Ja, ich bin kein KI-Freund unter anderem, weil das halt viel Strom frisst, aber es ist halt sehr viel weniger Strom, als vorher die Crypto-Bitcoin-Freaks gefressen haben. Insofern sage ich da jetzt nicht zu laut was, aber der Stromverbrauch ist schon ein Problem. Microsoft hat angekündigt, dass sie ein eigenes Mini-Atomkraftwerk bauen wollen, um die Kosten für die Stromkosten für ihre KI-Training-Geschichten selber zu machen, weil das ist halt auch teuer, der Strom da. Also nicht so teuer wie bei uns, aber es ist halt ein Kostenfaktor. Und das, finde ich, zeigt schon eine gewisse Verzweiflung, wenn jemand wie Microsoft sagt, na, dann bauen wir halt unser eigenes Kraftwerk. Dein Blog ist ja seit fast schon Jahrzehnten sehr bekannt. Ich habe mich ja gefragt, ob man eine Software, nennen wir sie jetzt mal KI, ist falsch, habe ich jetzt verstanden, aber nennen wir diese Software jetzt mal KI, kann man diese KI mit deinem 20 Jahre alten Blog füttern und dann sagen, okay, jetzt ist hier eine neue Nachricht, bitte erstelle einen Fefe-Kommentar daraus und für den Blog von Fefe weiter, so ein Fefe-GPT. Ja, das haben auch ein paar Kumpels probiert. Ach so. Aber es überzeugt noch nicht. Also nicht nur mich nicht, sondern auch die Kumpels hat es nicht überzeugt. Weil diese KI dann deinen Humor nicht hat? Oder was du darunter verstehst? Ja, naja, der hat versucht halt, dann so Muster nachzubauen, aber die Muster haben ja einen Kontext. Und das ist, wie wenn man einen Witz halb erzählt und in der Mitte fehlt was, dann funktioniert er halt nicht.
Ja, und die KI versteht halt nicht, sondern äfft nach. Und das Training von der KI trainiert ja auch nicht, dass da die Wahrheit rauskommt, sondern dass es plausibel aussieht. Also es wird geguckt, glaubt man das, wenn man das sieht? Und der Effekt ist eben, dass da Sachen rauskommen, die glaubwürdig aussehen, aber nicht sind. Das kann man eigentlich nicht häufig genug ansagen. Ja, glaubt den KIs nicht, die wissen nicht. Die verstehen nicht, dass es statistikbasierte Textzusammenwürfelung. Wie lange muss ich warten, dass es eine junge Naiv-KI gibt, sodass ich nicht mehr jedes Interview selbst führen muss, sondern also einen künstlichen Thilo habe? Das kannst du jetzt schon machen, aber wäre halt scheiße. Ja, man braucht schon noch einen echten Thilo. Der ist doch gut. Ich meine, willst du doch, oder? Oder willst du gerne durch eine KI ersetzt werden? Ich will halt weniger arbeiten. Nee, aber die Arbeit ist doch was zu was Besonderem macht hier. Ja, wenn man das irgendwie automatisieren kann, dann war es ja nicht wert, gemacht zu werden. Ja. Ich glaube, so irgendwie kritische Fragen oder Fragen an sich fällt, glaube ich, einer Software noch schwer, oder? Ja, das könnte man vielleicht trainieren, aber da kommen dann halt so... Also wenn man mal im Parlament die Reden der Opposition anguckt, die sind ja auch theoretisch kritisch und stellen immer kritische Fragen, aber die sind so formularisch, dass da kein Erkenntnisgewinn stattfindet, sondern die fragen halt immer dasselbe, so verschwendet ihr hier nicht Geld und so. Das kann man schon auch eine KI machen lassen, aber es führt halt zu nichts. Ja? Und vor allem, nehmen wir mal an, das könnte man jetzt machen, dann ist doch der nächste Schritt, dass jemand eine Beantwortungs-KI macht, die dann die Fragen schon kennt und Textbausteine generiert. Das ist bei der Bundespressekonferenz. Ja, ganz, das ist doch absolute Zeit- und Geldverschwendung. Und da, weißt du, da fange ich dann an zu sagen, okay, selbst wenn es nicht so viel Energie frisst wie Bitcoin, ist es ja völlig verschwendete Energie. Ja? Wir haben jetzt, also das ist ja nicht nur in der Pressekonferenz, wir haben jetzt auch Unternehmen, die ihre Hotlines durch KI ersetzen wollen und überall gibt es plötzlich Chatbots und keiner von denen hat jemals irgendjemandem geholfen. Ja? Das ist reine, weiß ich nicht, was das ist, aber es nützt halt nichts. Und es wäre mir viel lieber, wenn wir mit der Energie was Sinnvolles machen würden. Zum Beispiel könnte man damit Klimaanlagen in Bahnhöfen installieren oder was weiß ich, irgendwie eine Heizung für Obdachlose. Gibt es irgendeine, nennen wir sie mal KI, die du tatsächlich nutzt oder die du nützlich findest? Na, Texterkennung, also dann ist halt alles nicht KI, aber so wenn ich das, was man heute als KI nennt, Texterkennung nutze ich tatsächlich gelegentlich und Freunde von mir nutzen auch schon die Textzusammenfassung von KIs, aber da bin ich noch nicht überzeugt. Ich glaube, das ist besser, wenn man es selbst zusammenfasst, weil man dann weiß, was weggelassen wurde. Du kannst jetzt auch, es gibt irgendwie ein paar Webseiten, AI-Seiten, wo du dieses Interview, was wir jetzt hier führen, einspeisen kannst und dann gibt es dir eine Zusammenfassung dessen, was wir hier offenbar drüber geredet haben. Es stimmt nicht immer, aber... Na, der erste Schritt ist ja, dass es eine Spracherkennung gibt. Ja? Und da hat mir neulich ein Leser einen lustigen Brief geschickt. Der hat die Alternativlos-Folge, die wir gerade aufgenommen haben, durch Whisper geschickt. Das ist so eine Texterkennung. Und Whisper hat es also ein akkurates Transkript erzeugt. Und am Ende, als bei uns die Abspannmusik lief, kam dann irgendwie dieser Podcast war von ARD Funk. Hat komplett herbei halluziniert, weil halt viele Leute offensichtlich die Trainingsdaten kamen halt von ARD Funk, nehme ich mal an. Ja, aber das heißt, selbst bei sowas, was eigentlich auch ohne so KI-Methoden mit reiner Statistik lösbar wäre, gibt es halt auch schon Seiteneffekte. Die sind jetzt noch nicht schlimm und ist ja auch irgendwie ein bisschen lustig und so. Aber es zeigt halt, Vertrauen kann man dem eigentlich nicht. Man muss da immer noch mal rüber als Mensch. Was nicht heißt, dass es nichts gebracht hat. Ja, das ist vielleicht weniger Aufwand, darüber zu gehen und zu gucken, stimmt das, als es zu schreiben. Also KIs sind nicht völlig nutzlos, so, aber vertrauen darf man ihnen halt nicht. Und erklär doch mal, woher kommt eigentlich der Hype? Wer hat an so einem Hype Interesse? Naja, also einer der Treiber von solchen Hypes ist Forschung. Ja? Weil die Forschung funktioniert bei uns so, dass man Drittmittel einwerben muss. Und man muss Förderanträge stellen und dafür muss man begründen, warum diese Forschung jetzt cool ist. Und da hat sich als Muster etabliert, dass man sich an den aktuellen Hype anhängt. Ja? Und da gab es schon mehrere Hypes, die durchs Dorf getrieben wurden. Es gab irgendwie Metamaterialien, gab es mal eine Weile, die waren total cool. Dann war plötzlich alles Quantum irgendwas. Ja? Und dann gab es die Blockchain, plötzlich war alles Blockchain. Und jetzt ist halt alles KI und die wenigsten Sachen sind wirklich KI. Also es gab so eine sehr lustige Meldung aus Amerika, da ging es um ein Startup, was KI gemacht hat. Und die hatten als Auftragnehmer auch Behörden. Und dann gab es jetzt ein Ethikkomitee innerhalb der US-Regierung. Die haben sich Sorgen gemacht, dass es Bias in dem KI geben konnte und haben mal einen Auditor vorbeigeschickt, der das prüfen sollte. Und der geht also zu diesem Startup und findet, da ist überhaupt keine KI.
Ja, die haben gesagt, wir sind KI, weil man dann halt Geld kriegt. Ja, aber da saßen halt so ein paar Pakistanis, die sie irgendwie für günstig über Internet eingekauft haben. Es gab keine KI. Und das gibt's häufiger, ja, weil das weißt du ja als Außenstehender nicht. Im Internet weiß keiner, dass du ein Hund bist. Das ist so ein alter Witz aus dem New Yorker. Das ist auch viel mit KI. Es gab es auch an anderen KI-Stellen schon, das rauskam, da ist gar kein KI drin. Das steht halt drauf, weil du damit dann Geld kriegst. Ja. Also es gab diese lustige Geschichte, als Blockchain gerade der Hype war, dann gab es irgendeinen Eistee, der nannte sich Blockchain-Eistee und dann der Aktienkurs hat sich verdoppelt, weil der, oh, Blockchain, geil. Und das ist mit KI im Moment auch so. Ja. Wenn du als Startup nicht irgendwo KI in deinem Businessplan hast, dann gibt dir keiner Geld. Apropos Geld verdienen, verdienst du dein Geld noch mit IT-Security? Ja. Gibt es da auch immer noch, sind deine Kunden auch scharf auf KI-Lösungen? Ja, ne, das ist halt ein Hype, natürlich. Alle sind interessiert, auf jeden Fall. Und dann sagst du den Bullshit. Ja, naja. Oder bietest du dann auch irgendwas an und tust so? Wenn sie mich fragen, sage ich, es ist Bullshit. Aber normalerweise gehe ich ja für einen eng eingegrenzten Auftrag hin und dann gibt es irgendein Programm, was ich halt angucken soll. Also es gab auch schon, wie gesagt, Fälle, wo auf dem Programm KI drauf stand und da war dann halt keine KI drin, aber... Das ist eins der Probleme von KI übrigens. Ich mache ja das nennt sich Audit von Software. Das heißt, ich gucke mir an den Quellcode und suche dann nach Problemen. Ja? Irgendwelche Fehler, irgendwas. Am besten Sicherheitsprobleme. Das geht mit KI nicht. Aber da musst du doch auch Muster erkennen, oder nicht? Irgendwie. Ja, genau. Also, Fehler erkennen, dafür ist so eine KI gut. Ja, es gibt auch schon Ansätze dafür, die sind aber bisher nicht überzeugend. Ja, eins der Probleme ist, es gibt eine Menge Tools, die auch ohne KI versuchen, mit Statistik irgendwie Fehler aufzudecken und die geben dir dann eine praktisch endlose Liste mit Hunderttausenden von Einträgen. Ja. Viel zu viel, als dass das irgendjemand bearbeiten könnte. Daher ist das immer noch eine Sache, wo Leute wie ich Geld verdienen können, weil wir halt hingehen und sagen, nur Bugs, die wir auch geprüft haben, die sind dann auch echt da. Allerdings, worauf ich eben noch hin wollte, ist, dass KI ist ja auch Software, aber es ist keine Software im traditionellen Sinne. Das heißt, da gibt es keinen Quellcode, den jemand auditieren könnte. Wenn eine KI also Mist macht, gibt es eigentlich wenig, was der Mensch tun kann, um es zu korrigieren. Man kann nachtrainieren, aber das Training von der KI ist das Anfassen von numerischen Werten, deren Zusammenhang wir zwar als Struktur sehen können, aber es sieht aus wie ein Fischernetz. Ja? Das heißt, man zieht dann an einer einzelnen Not und versucht, dass das Netz sich am Ende so, man kann sich das vorstellen, wie wenn man ein Netz über eine Skulptur legt. Ja, dann wird das Netz, ist dann nicht mehr glatt, sondern deckt sich halt, also nähert sich immer mehr der unterliegenden Skulptur an. So ungefähr kann man sich KI-Training vorstellen. Und wenn eine KI jetzt einen Fehler macht, dann zieht man einzelne Knoten in dem Netz so ein bisschen nach links oder rechts. Aber das zieht dann eben auch die benachbarten Knoten ein bisschen nach links oder rechts. Und das heißt, dass man mit so einem Nachtraining das davor trainierte Material kaputt macht. Ja, das heißt, Nachtrainieren ist eine Sache, das kann man versuchen, aber es funktioniert eigentlich nicht wirklich. Man muss dann neu trainieren. Deswegen gab es bei GPT nicht ständig Updates, sondern es gab halt GPT-3, GPT-3,5, GPT-4. Das waren alles komplett neu trainierte Netze. Und das ist ein Problem, wenn man jetzt, sagen wir mal, als Firma sagt, wir machen jetzt unsere eigene KI, und die kann dann irgendwas nicht, was sie aber können soll. Mehr als nachtrainieren kann ich dann halt nicht. Muss ich neu trainieren und vielleicht mehr Hardware draufwerfen oder so. Aber dass da jemand wie ich hingeht und sagt, okay, du musst diese Zeile hier ändern, dann funktioniert das, das geht nicht mehr. Und das ist ein Problem. Ja? Also im Moment wird es von vielen als Vorteil gesehen, weil wir Fachkräftemangel haben. Das heißt, es gibt einfach nicht viele Programmierer und Firmen denken sich, naja, dann machen wir das halt mit KI. Aber man kann es dann halt noch nicht mehr reparieren. Das ist schon scheiße, wenn man am Ende eine verlässliche Software haben will. Das kommt halt nicht raus aus einer KI. Ne? Ansonsten meinte gestern, sie war und ist beeindruckt von KI-basierter Bildern oder KI-generierten Bildern. Was ist damit für dich? Ja, also es fasziniert mich auch, aber... Was hast du so generieren lassen? Wir haben das als in der Fnord-Show gestern gehabt, da gab es so ein Bild, das war halt von einem Panzer in der Ukraine. Wir haben so nach Symbolbildern gesucht, was die Presse macht. Ja, so, das ist halt so witzige Bilder raus. Und das Bild war von einem Panzer. Und drumherum standen lauter Presseleute, die eigentlich gekommen waren, um diesen Panzer zu filmen. Und dann lief da irgendwie eine Katze rum. Und die gesamte Presse hat sich sofort um diese Katze geschart und die Katze gefilmt. Das war unser Witz. Aber das Bild war halt hochkant fotografiert, was eigentlich scheiße ist. Ne? Weil unsere Monitore sind halt Breitband. Und dann habe ich so als Joke gesagt, okay, ich gehe jetzt zu einer KI und sage ihr mal, die soll es nach rechts und links vergrößern.
Und da kamen dann halt gelbe Bäume raus, weil auf dem Hochkantbild im Hintergrund so eine Straßenlaterne war und die war halt gelb. Ah. Und die KI versteht halt nicht, dass das hier ist ein Baum und da ist eine Laterne. Und dann hat er halt Bäume hingemacht. Und weil der Baum da hinten gelb war, waren halt auch die Bäume von der KI gelb. Und also ich finde das toll und freue mich drüber, aber ist halt nicht belastbar. Und außer für Entertainment ist es gut, aber ansonsten halt nicht weiterführend. Die Leute könnten jetzt mit deinem Gesicht einer KI sagen, bitte mach daraus irgendwie irgendwas anderes. Ja, also Deepfakes ist ja auch so ein Ding, wo viele Leute viel Angst vor hatten. Das kann natürlich passieren. Und das ist auch ein Problem. Man kann versuchen, die Deepfakes mit einer anderen KI zu enttarnen, aber das war bisher nicht erfolgreich, weil die KI ist halt nicht besser von der Technologie als die KI, die die Deepfakes gemacht hat. Ja, das funktioniert gut, solange die Technologie, die die Deepfakes gemacht hat, schlechter ist als die KI, mit der ich das erkenne. Aber das ist halt, so viel Fortschritt haben wir auch nicht in der KI. Das heißt, die Gegenwehr, die es gibt, die funktioniert nur, wenn ich gleich starke oder bessere Bewaffnung habe als der mich zu verarschen versucht. Und das ist vielleicht bei irgendwelchen Künstlerkollektiven der Fall, aber nicht, wenn es tatsächlich ein Geheimdienst wäre. Das heißt, da kommt tatsächlich ein Problem auf uns zu und ich weiß auch nicht, was wir da tun sollen, ehrlich gesagt. Wir könnten jetzt auch, wenn ich das Geld hätte, dieses Video durch eine KI schleudern, da kommt am Ende raus, dass wir auf Englisch miteinander reden. Das ist sogar, sieht man dann gar nicht mehr am Mund und ja, das ist schon cool. Allerdings basiert es mit deiner Stimme. Ja, ja. Das basiert aber auf der Annahme, dass die Übersetzung gut geklappt hat. Und da gibt es auch lustige Gegenbeispiele. Ja, also mein Lieblingsgegenbeispiel war jetzt, haben wir auch in der Nordshow gehabt, dass Seymour Hersh hatte doch diese Theorie von wegen, die Pipeline ist gesprengt und sprach dann davon, dass jemand da C4 Shape Charges gepflanzt hat. Und wenn man das nach Google Translate getan hat, kam halt raus, das waren pflanzenförmige C4-Charges, was halt eine Bullshit-Übersetzung war. Aber wenn ich jetzt so eine weitergehende Übersetzung mache, wie du sie gerade andeutest, dann kann es halt auch zu solchen Übersetzungsfehlern kommen. Und man muss sich das vorstellen wie so ein JPEG-Bild, ja, also was aus Digitalkameras und Handys rauskommt. Da werden die Fehler nie in den Farben sein, weil die Farben sind sozusagen nachträglich, werden die aus dem eigentlichen komprimierten Daten rausgerechnet, sondern die Daten dahinter sind falsch. Das heißt, das sieht äußerlich plausibel aus, aber ist halt darunter Bullshit. Und das wird nicht mehr so leicht zu erkennen sein, weil die Form sieht halt korrekt aus. Das heißt, wenn jemand das beobachtet, wird der denken, das haben die wirklich so gesagt. Aber wenn dann subtiler Übersetzungsfehler drin ist, dann haben wir das halt nicht gesagt. Und dann sieht es aus, als wenn es hilfreich war. Aber der normale Beobachter wird es nicht erkennen können, weil der guckt halt nicht beide Versionen. Ja, das heißt, der mögliche Schaden ist an der Stelle aus meiner Sicht höher als der Gewinn. Und ich finde es besser, wenn da nochmal ein Mensch drüber guckt. Anderes Thema, Rechtsruck. Es ist in ganz Europa, die Europawahl steht jetzt nächstes Jahr an. Wenn wir uns nächstes Jahr wiedersehen, ist sie vorbei. Wir haben dann vielleicht auch in dem einen oder anderen deutschen Bundesland die AfD. Haben wir jetzt schon. Aber an der Macht. Ja. Also in einer Landesregierung. Ja. Macht dir das Sorgen oder bist du da auch so ein bisschen resigniert? Nee, das macht mir große Sorgen. Auf der anderen Seite, also ich versuche ja immer eine Perspektive zu finden, aus der das dann vielleicht nicht so schlimm ist, ja. Und ich habe mich mit einem Freund aus den Niederlanden unterhalten, weil die haben ja auch ein Rechtspopulismusproblem, gerade aktuell, den Gerd Wilders. Und der hat mir, aber vorher haben sie irgendwie die Bauernpartei oder so, hat irgendwie einen überragenden Wahlsieg davongetragen, die frisch angetreten war, die es vorher gar nicht gab. Und der hat mir erklärt, ja, das machen wir immer so in Holland, wir wählen halt die Neuen und dann haben die eine Chance zu zeigen, dass sie was können oder halt nicht. Und wenn sie nichts können, sind sie wieder weg. Ja? Und der meinte, dadurch, dass wir das machen, sind die Rechtspopulisten dann zwar einmal an der Regierung, aber dann haben alle gesehen, dass sie nichts können. Und dann sind die auch wieder weg. Und da finde ich unsere Variante, ehrlich gesagt, schlimmer. Denn bei uns ist es so, dass die AfD ja nicht gewinnt, weil sie gut ist, sondern sie gewinnt, weil die anderen immer mehr sich selbst demaskieren. Und das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo die AfD dann tatsächlich im Parlament die Macht übernommen hat, gibt es auch keinen Rückweg mehr, weil die anderen haben ja verloren, weil sie schlechter waren, offensichtlich. Ja? Das finde ich gefährlicher, als wenn die mal irgendwie einmal irgendwo reinkommen und dann halt versagen. Und danach sieht ja alles aus. Also alles, was die AfD bisher politisch tatsächlich bewegen konnte, haben sie ja in den Boden gerammt. Insofern, dass die jetzt hier KZ gebaut kriegen, halte ich für ausgeschlossen, um mal ein bisschen vorzugreifen. Aber
ist natürlich politisch immer noch ein Riesenproblem und ich würde die auch am liebsten gar nicht in der Regierung haben natürlich oder im Parlament. Aber ich fürchte, da werden wir nicht drum kommen, das werden wir erleben in den nächsten Jahren. Und ich hoffe, die Machtergreifung ist noch ein bisschen in der Zukunft. Würdest du Deutschland dann verlassen? Nee, die anderen Länder sind leider noch schlimmer, also was ich gesehen habe. Ich habe so als Halbwitz seit einer Weile schon gedacht, wo kann man denn mal hingehen? Ja, und dann so, weiß ich nicht, da bleibt halt nicht viel übrig. So Island könnte man hingehen, die haben wenigstens erneuerbare Energien und die Leute da scheinen ganz, ganz relaxed zu sein. Aber so von den politischen Systemen her sieht es halt nirgendwo wirklich gut aus. Ja. Der Rechtspopulismus ist ja auch nicht so eine Krankheit, die sich irgendwie infiziert, sondern da gibt es ja Gründe für, dass Leute AfD wählen. Und solange wir die nicht zu verstehen versuchen, können wir auch nicht verhindern, dass die Leute AfD wählen. Ja. Sind die Gründe? Ja, weiß ich nicht. Müsste man mal untersuchen. Ich bin kein Politologe. Ich kann es nur von außen mutmaßen, aber ich weiß es nicht. Ja. Die Fälle, die ich beobachtet habe, das waren halt Leute, die sich nicht gehört fühlten von der Politik. Und da wäre dann so die traditionelle Antwort, dass man halt selber Populismus macht. Und das hat die CDU ja probiert. Jetzt ist natürlich die Frage, sind wir da, wo wir jetzt sind, weil die CDU nicht genug populistisch war, um die AfD platt zu populisieren? Ja? Oder sind wir da, weil die CDU die wirklich schlimmen Sachen nicht fordern kann? Sonst wären sie halt selber verfassungsfeindlich. Ich weiß es nicht, aber es gibt einen Anteil in der Bevölkerung, der das bisherige System genug ablehnt, um die AfD zu wählen. Und das müssen wir akzeptieren, ja, dass das so ist. Und dann können wir anfangen, dagegen zu kämpfen. Aber zu sagen, du bist doof, weil du die AfD wählst, das wird uns aus dieser Krise nicht rausführen. Ich kann dir mal so ein bisschen die Perspektive aus dem Osten schildern. Da kommen dann immer als Gründe, naja, hier die Migration und zu viele Ausländer und hier Energie und uns werden Sachen vorgeschrieben. Also alles, was so ein bisschen im ersten Moment so, okay, habe ich schon mal gehört. Wenn du dann in die Ursachen einsteigst und sagst, ja, aber warum stört dich das? Ja, was sind die Gründe dafür, dass du davor Angst hast? Dann kommt man immer auf dieselben, sag ich mal, drei oder vier Gründe. Das sind erstens die steigenden Lebenshaltungskosten. Sie haben Angst um ihre finanzielle Zukunft, weil sie nicht mehr an das politische Versprechen glauben, okay, es wird schon alles besser und damit wirst du auch mehr Geld verdienen. Sie sehen, dass die Ungleichheit im Land immer größer wird, auch die Ungerechtigkeit, ne? Die da oben, die Reichen, Superreichen, machen immer mehr Geld und wir verarmen. Und der dritte Grund ist der Rückzug der, ich nenne das jetzt mal Staatlichkeit. Also es ist gerade bei uns im Osten so, es gibt immer weniger Stellen, wo man sich sich gekümmert wird, wo der Staat da ist. Krankenhäuser machen zu. Das Einzige, wo nicht gespart wird, ist offenbar immer die Polizei. Ansonsten, sie erleben nicht mehr, wofür sie eigentlich Steuern zahlen. Weißt du, und wofür eigentlich dieses reiche Land, wir schimpfen uns eines der reichsten Länder der Welt, wo dieser Reichtum abgeblieben ist. Ja, also sehe ich genauso. Ich erinnere mich noch mit Schrecken, als ich einen Termin beim Bürgeramt brauchte und das hat fast ein Jahr gedauert, weil das ging einfach nicht. Die waren immer alle ausgebucht, online ging gar nicht. Dann hat mir jemand gesagt, pass auf, morgens um 8 schmeißen die Termine raus, die gebucht wurden und abgesagt wurden und dann kannst du irgendwie schnell was klicken. Aber weißt du, dass man solche Tricks anwenden muss, um überhaupt einen Termin zu kriegen? Und ich gehe ja nicht freiwillig zum Bürgeramt, sondern weil mein Perso ausläuft oder so. Also das heißt, auf der einen Seite mir mit einer Strafe zu drohen, wenn ich es nicht mache und auf der anderen Seite nicht die Ressourcen vorzuhalten, das erlebe ich auch, dass der Staat immer mehr seinen Pflichten nicht nachkommt. Aber viel davon ist, glaube ich, tatsächlich so über Bande. Also die Sache, die mich am meisten noch betroffen hat, ist, wenn du mal in eine Schule reingehst und siehst, die haben irgendwie kein Klopapier, Schimmel an den Wänden, das Dach, es regnet rein und so. Und dann denke ich mir so, ja, sag mal, wofür zahle ich hier eigentlich Steuern, wenn nicht dafür, ne? So, das finde ich absolut nachvollziehbar. Und was wir in Berlin auch vermehrt haben, ist eine hohe Obdachlosigkeit. Einfach, es sind dann gar nicht Deutsche, sondern es sind Leute aus Polen, weil es da halt noch kälter ist. Ne? Ich finde auch nicht, dass man denen einen Vorwurf machen kann, aber wir haben halt eine hohe Population von Obdachlosen jetzt im Stadtbild und das finde ich sehr deprimierend. Ja? Wenn man irgendwo
Und natürlich schon länger so Flaschensammler und so, ja. Und wenn du das vor Augen hast und denkst, ja, so viel Geld habe ich auch nicht, aber ich weiß, da will ich nicht enden, ja, dann erzeugt das, glaube ich, auch so einen gewissen Druck zu sagen, okay, jetzt müssen wir aber mal irgendjemand rausschmeißen hier. Und die, die sich nicht wehren können, sind natürlich die Ersten und das sind halt die Ausländer. Der Witz bei diesen ostdeutschen Ressentiments gegen Ausländer war ja, dass die Länder, die am meisten Angst vor Ausländern hatten, die mit der geringsten Ausländerquote waren. Das heißt, die haben wahrscheinlich noch nie einen Ausländer gesehen, wahrscheinlich, wenn sie ihr Dorf noch nicht verlassen haben, weil da gibt es einfach keine. Und dann so zu tun, als sei das unser dringendstes Problem, das ist, glaube ich, das ist so ein Überbande-Ding, ja? Dass die sagen, okay, also wir müssen jetzt hier mal ein bisschen Aufschwung haben. Und das Narrativ der Industrie und der Regierung hat sich ja auch gewandelt. Wir haben jahrzehntelang den ewigen Aufschwung gepredigt. Und jetzt sagen wir Klimawandel, der Aufschwung ist vorbei. Und dann sagen halt die Leute, ja, warte mal, der ist aber noch gar nicht bei mir angekommen, ja, das Wachstum. So, wo ist denn das? Ich habe da noch nichts von gesehen. Nee, jetzt können wir hier nicht aufhören, ne, so. Und das greift alles ineinander, glaube ich. Also auch die Leute, die gegen erneuerbare Energien sind, die sagen einfach, nee, ich möchte hier erst noch den Profit mitnehmen, den offenbar alle anderen gekriegt haben. Es sind ja nicht nur die Steuereinnahmen, die ewig nach oben gehen, sondern auch das Vermögen. Hier direkt neben dem CCH, wo wir gerade aufnehmen, gibt es eine Schuldenuhr für Hamburg. Und die hat oben den Wert der Verschuldung von Hamburg, 35 Milliarden oder so. Und darunter Privatvermögen der 100 Reichsten oder sowas. Ja. Ich habe jetzt vergessen, was da genau. Aber so. Und viel höher, ja. So, also das, sowas aber auch. Genau. Und weißt du, wenn ich da als Passant vorbeigehe, denke ich mir, sag mal, wieso muss ich eigentlich Steuern zahlen, wenn das Geld, wenn so viel Kohle hier rumliegt, dass die das mal eben abzahlen könnten und sie könnten auch noch meine Steuern bezahlen und das würden sie gar nicht merken, weil das irgendwie die fünfte Nachkommastelle in ihrem Vermögen wäre. Klar, also die Gedanken habe ich auch, nur folgt für mich daraus halt nicht zu sagen, okay, Ausländer raus, sondern da müssen wir mal irgendwie einen Weg finden, wie man diese Leute von ihrem Geld trennt. Und ich meine, natürlich. Und der einfachste Weg ist übrigens Erbschaftssteuer, ne? Ist noch einfacher als Vermögenssteuer. Zu den Ausländern, natürlich gibt es irgendwie Rassisten, Antisemiten und einfach tatsächliche Ausländerfeinde. Aber was ich dann wieder in meinem Umfeld mitbekomme, es wird nach unten getreten und auf die Ausländer und Kriegsflüchtlinge geschimpft, weil sie was? Sie belegen Sporthallen oder irgendwie Schulen, die ja eigentlich gar nicht dafür vorgesehen sind. Und warum belegen sie das? Weil die Kommunen kein Geld haben oder überfordert sind, diese Menschen anständig unterzubringen. Wofür sie aber eigentlich, dafür ist der Staat ja da. Dafür sollten sie eigentlich das Geld haben. Was der Bund sogar, ne, Lindner und so weiter, hat das dieses Jahr mehrfach versprochen. Das Geld ist einfach nicht geflossen. Und dann jetzt fließt es erst recht nicht mehr nach der Schuldenbremse. Nach dem Urteil. Ja, aber das Problem ist ja die Überforderung der Kommunen. Und warum sind die Kommunen überfordert? Weil das Geld nicht von den Ländern und vom Bund kommt, wofür der Bund aber eigentlich zuständig ist. Und stattdessen wird dann quasi auf das Symptom, nämlich die Kriegsflüchtlinge oder die Ausländer, geschimpft. Ja, das Problem ist, dass man hier, also viel von der Bewertung hängt halt von dem Framing ab, mit dem man drauf guckt. Ja? Die Kommune hat nie Geld. Keine Kommune hat Vermögen. Das sollen sie auch nicht haben. Wir kennen, glaube ich, einige Kommunen, die eine Menge Kohle und Vermögen. Nein, was die haben, ist, dass sie genug einnehmen, ja, um ihre laufenden Kosten zu decken. Das sind aber frische Einnahmen. Das ist nicht so, dass die ein Bankkonto haben, wo einfach Milliarden drauf liegen. Das heißt, vom Vermögen zu reden, ist eigentlich die ganze Zeit schon falsch. Ja? So, das heißt, das eigentliche Problem ist, dass wir Kommunen per Gesetz vom Bund, also nicht freiwillig, sagen, ihr müsst jetzt, was weiß ich, so viel Geld für Flüchtlingsheime ausgeben. Aber wir geben ihnen keine Möglichkeiten, Steuern zu erheben. Ja, die Kommune kann nicht einfach losgehen und sagen, okay, wir besteuern jetzt alle, was weiß ich, die mehr als so und so viel haben. Das geht ja nicht, das sind ja Bundessteuern. Die. Das heißt, wenn wir den Kommunen sagen, sie müssen Geld ausgeben, dann müssen wir ihnen auch eine Möglichkeit geben, das Geld einzunehmen. Oder der Bund verteilt es halt. Ja? Die Körperschaftssteuer. Ne? Ja, genau. Aber das Problem ist, dass die Kommunen bei der Körperschaftssteuer gegeneinander konkurrieren. Ja? Das heißt, wenn Kommune A die Körperschaftssteuer hochsetzt, dann ziehen die Unternehmen halt ab in die benachbarte Kommune und es gibt da einen Wettbewerb und es gibt tatsächlich Kommunen, so FDP-Kommunen, sage ich jetzt mal überspitzt,
die absichtlich die Körperschaftssteuer auf Null setzen, weil sie darauf spekulieren, dass Firmen dann zu ihnen ziehen und dass sie dann über andere Steuern, wie zum Beispiel die was weiß ich, dann gibt es halt mehr Mehrwertsteuereinnahmen bei den Unternehmen und es gibt dann irgendwie, siedelt sie noch einen Supermarkt an und dann baut jemand Häuser und so. Die hoffen also, dass sie die Kohle, die sie über die Körperschaftssteuer nicht reinkriegen, dann über Bande reinkriegen. Und solange es dieses Konkurrenzmodell gibt, wird das nicht besser werden. Ja? Traditionell war es halt so, dass man gesagt hat, dann macht es halt der Bund, aber der Bund hat halt auch kein Vermögen, auch wenn sie jetzt immer von Vermögen reden, sondern auch beim Bund ist das so, dass es neu eingenommene Steuern sind. Und eigentlich müsste man halt sagen, wenn wir mehr ausgeben, dann müssen wir halt auch mehr einnehmen. Aber das ist eben nicht so, sondern man nimmt dann Kredite auf. Ja? Und das ist vom Effekt her so gut wie dasselbe, als wenn ich die Steuern erhoben hätte. Ja? Aber das sieht halt anders aus. Ne? Man sagt dann, ja, ist halt Inflation oder was man tut, so als sei das irgendwie Gott gegeben, vom Himmel gefallen. Wenn wir ein bisschen ehrlicher diese Diskussion führen würden, dann wären, glaube ich, auch die Lösungen viel offensichtlicher, was man da jetzt tun muss. Ja? Und das Erste wäre meines Erachtens eine Erbschaftssteuer und eine Vermögenssteuer und es gibt eine Transaktionssteuer an der Börse, die diskutiert wird seit vielen Jahren, das könnte man auch mal eben machen. Da liegt jeweils echt viel Geld sozusagen auf der Straße, was man nur mal aufheben müsste. Ja? Warum das nicht gemacht wird, liegt, glaube ich, an den Strukturen vom Parlament, dass die Leute, die das beschließen müssten, sich damit selbst schädigen würden und daher machen sie es nicht. Ist jedenfalls meine Theorie dazu. Letzte Frage zum Rechtsruck. Wäre eine Lösung, die AfD zu verbieten? Nee, die Nazis gehen ja nicht weg, wenn du die Partei verbietest. Dann machen die halt eine neue Partei. Ich meine, das Spiel haben wir ja irgendwie jahrzehntelang gehabt mit irgendwelchen. Erinnerst du dich noch an die Republikaner? Also es gibt irgendwie eine lange Liste aus rechten Parteien und wenn du eine verbietest, gehen die halt in die andere. Dann können wir uns wieder 20 Jahre Zeit kaufen. Naja, nicht wirklich, weil die bleiben ja da und sind unzufrieden. Und das eigentliche Problem ist, dadurch, dass wir sie bislang so mit Verbieten und Ausgrenzen behandelt haben, haben wir nicht gesehen, dass es mehr geworden sind. Ja, wir haben ja jahrelang die NPD gehabt, die war nie bei 20%, nirgendwo, jemals. Ja, aber jetzt die AfD ist bei 20% und wir haben es nicht gesehen, weil wir die aus der Gesellschaft ausgeschlossen haben im Wesentlichen. Was ich ja eigentlich legitim finde, ich mag die auch nicht, aber wenn wir nicht mitkriegen, dass es mehr werden, haben wir halt ein größeres Problem, als wenn wir irgendwie da Bekämpfung machen und die funktioniert nicht. Wir müssen zumindest verstehen, wie groß das Problem ist, was wir hier zu lösen versuchen, wenn wir es lösen wollen. Aber haben wir das dank Social Media nicht jetzt 115 Jahren immer gut sehen können, weil die Leute, die sonst alles nur privat vielleicht sagen konnten, tatsächlich in der Öffentlichkeit ihre rassistische oder whatever Scheiße loswerden konnten? Nee, weil du siehst ja bei sozialen Medien die sich äußern. Und es äußern sich halt nicht alle. Ja, also man sieht es eigentlich bei den meisten so Gesellschaften, hast du halt so eine Handvoll Leute, sag mal 10, 20, die sind halt laut und reden viel. Und das sieht dann auf sozialen Medien immer so aus, als wäre das eine Riesenbewegung, aber es sind halt irgendwie ein paar Verstrahlte. Ja? Und bei den Nazis ist es auch so, die reden in den seltensten Fällen öffentlich, sondern die haben halt ihre eigenen Chatgruppen, wo sie dann sagen, was sie meinen. Aber so sich öffentlich rassistisch äußern, machen eigentlich bei weitem nicht alle von denen. Das heißt, auf Basis der Äußerungen in sozialen Netzen kannst du zwar sehen, es gibt ein Problem, aber nicht wie groß ist das Problem. Und das müssen wir rausfinden, ja. Und wir finden es gerade raus über die Anzahl der Leute, die AfD wählen. Aber das hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass wir das vorher und anders rausfinden. Aber jetzt ist es halt soweit, jetzt müssen wir sehen, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, auch im Parlament funktioniert Ausgrenzung der AfD übrigens nicht. Sondern das macht die eher stärker, weil das ist ja ein Signal an die Leute, die noch nicht AfD wählen. Oh, damit können wir sie ärgern. Denn guck mal, jetzt verhandeln die nämlich gerade, wie sie irgendwie, wir haben ja so ganz absurde Situationen gehabt, wie diesen einen irgendwie FDP-Typen, der da kurz zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, weil man anders nicht verhindern konnte, dass der AfD-Kandidat es wird. Also wenn die AfD sieht, dass die anderen Parteien derartige Absprachen treffen müssen, um sie noch einzuengen, dann führen wir ihnen damit mehr Wähler zu. Ja, weil es gibt einfach tatsächlich eine Menge Protestwähler, die möchten gern mal der CSU und CDU, SPD und so weiter sagen, hör mal, so ist das hier aber nicht gut. Und wen sollen die denn wählen? Na klar, wählen die den, bei dem sie sehen, das ärgert die. Und bisher haben halt die Nazis die AfD gewählt, aber jetzt treiben wir ihnen auch noch die Protestwähler zu, das muss nicht sein. Ja? Aber die Kemmerich-Wahl war doch ein Beispiel dafür, wie die rechten FDPler und die CDUler in Thüringen gemeinsame Sache gemacht haben mit der AfD. Das haben sie dieses Jahr auch wieder mehrfach in Thüringen gemacht. Ja, das sie tun so, als ob sie denn formal nicht zusammengearbeitet haben, aber sie beschließen da Sachen. Aber das ist doch noch schlimmer. Das ist doch keine Ausgrenzung mehr. Ja, aber das ist doch noch schlimmer. Welches Signal schickst du denn jetzt den AfD-Wählern? Sagst du, oh, das war schlecht, die AfD zu wählen? Nee, im Gegenteil.
guck mal, wir kriegen jetzt unsere Punkte ins Parlament. Ja, weil die CDU sofort einknickt. Und dass die CDU und FDP sofort einknicken, wenn sie dann an der Macht bleiben, das war klar, oder nicht? Ja, wir haben halt keine echten Demokraten, die für die inhaltlichen Punkte kämpfen, sondern wir haben lauter Mitläufer und Ja-Sager, die halt entscheiden, was die Politik, was die Parteilinie ist. Und ehrlich gesagt, ich finde das auch immer schwerer zu argumentieren, wieso man CDU oder SPD wählen soll. Also sage ich ja schon seit Jahren, dass man es nicht tun soll, aber ich verstehe auch nicht mehr, warum es Leute gibt, die noch wählen. Wen wählst du? Naja, das sagt man ja nicht, ne? Warum nicht? Ich kann sagen, mit wem ich sympathisiere, klar, aber wen ich wähle, naja, also ich bin eigentlich immer so ein linken Sympathisant gewesen, weil ich fand, das sind die einzigen, die in ihr Wahlprogramm Dinge reinschreiben, die den meisten in der Bevölkerung helfen würden. Ja, also ob sie es dann umsetzen, ist natürlich eine andere Frage. Aber weißt du, wenn es die einzigen sind, die sagen, wir möchten gerne eine Vermögenssteuer einführen oder eine Transaktionssteuer oder wir möchten gerne eine Enteignung der Berliner oder der deutschen Wohnen oder was weiß ich, was es da war. Die Leute sitzen und sagen, wir haben keinen Wohnraum und dann gibt es eine Partei, die sagt, okay, wir haben hier eine Lösung und dann wählen die nicht. Dann sagen sie so, ja, dann kannst du aber auch dann nicht sauer sein, ja, mit dem Ergebnis. Sympathisierst du jetzt immer noch mit ihnen, obwohl Sarahs Leute und Sarah rausgegangen sind? Ja, oder wählst du jetzt Sarah? Das muss ich bei der nächsten Wahl entscheiden. Ich habe mir noch keine Meinung gebildet. Kommt sie dir in Frage? Naja, ich muss mal sehen, was sie tatsächlich inhaltlich fordert. Also bisher sieht das alles nach so ein bisschen irgendwie im Grunde schon zu rassistischen Sachen, die sie da fordert. Das würde ich nicht wählen wollen. Aber am Ende wird entscheidend sein, was sie zu anderen Fragen sagt. Also wie zum Beispiel die Enteignung von Wohnungsbaugesellschaften und Vermögenssteuer. Also Dann würdest du ein bisschen Rassismus tolerieren? Naja, es gibt ja nie eine Partei, die alles tut, was ich gerne haben möchte. Also ich muss am Ende entscheiden, wie wichtig sind die einzelnen Punkte gegeneinander. Und Rassismus möchte ich sehr ungern tolerieren. Aber wenn die Alternative ist, dass ich, sagen wir mal, irgendwann keine Wohnung habe, dann muss ich schon in die Richtung gehen. Oder es geht ja nicht nur um mich, es geht ja auch, sagen wir mal, um meine Kinder, ja, oder meine Familie, andere Leute, die ich kenne. Das sind ja existenzielle Probleme und das ist bei Rassismus natürlich auch ein existenzielles Problem, aber das muss man dann halt abwiegen. Welches ist schlimmer? Das kann ich im Moment noch nicht beantworten, aber ich glaube, es ist nicht so einfach zu sagen, ich wähle keine Rassisten, denn alle sind ein bisschen rassistisch, sie sagen es vielleicht nicht so. Also FDP ist definitiv auch rassistisch, CDU hat so ein paar Punkte gut gemacht, als die Merkel meinte, wir schaffen das, aber ist eigentlich auch eine tief rassistische Partei. Ich glaube, das wird es nicht geben. Wenn du sagst, du wählst keine Rassisten, dann bist du Nichtwähler. Und das ja auch nichts. Ja, ich meine, wen wirst du denn wählen, der nicht rassistisch ist? Ich stelle dir die Frage. Ja, genau. Alles klar. Ja, das geht allen so, ne? Das ist immer leicht zu sagen, also Rassisten würde ich nicht wählen, aber dann bleibt halt keiner übrig. Ich habe es nur gefragt, weil du bei Sarah das Rassismus-Thema gleich angesprochen hattest. Ja, naja, also das ist halt noch nicht klar, ob sie das macht, weil sie das sagt, weil sie das findet oder ob das eine Taktik gegen die AfD ist, was auch noch im Moment so sein könnte, dass sie das sagt, um der AfD Wähler abzugraben und dann aber was anderes macht. Das weiß man natürlich nicht. Das kann ich im Moment auch noch nicht beurteilen, aber es könnte sein. Ja, das kann ich noch nicht ausschließen. Das heißt, das muss erst geklärt werden, bevor ich sagen kann, was ich wählen werde. Und wenn die Linken klar nicht reinkommen und Sarah ausfällt, dann würde ich irgendwie Satirepartei wählen. Aber ich würde nicht wählen. Also ich gehe auf jeden Fall hin und wähle. Letztes Abschlussthema. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, gab es noch nicht die letzte Generation, die Straßenproteste macht. Ja. Es gab, glaube ich, Fridays for Future. Die haben halt so die Bitte, Bitte, Bitte Fraktion angesprochen. Und mach doch mal bitte, liebe Politik, die letzte Generation setzt sich auf die Straße, blockiert, übt zivilen Ungehorsam aus. Die Bauern haben jetzt davon gelernt, haben sich auch diese Straßenblockaden also mächtig gemacht. Die Bauern waren eher dran. Die Bauern haben es zuerst gemacht. Wenn du nach Frankreich guckst, ist seit Jahrzehnten, gibt es da praktisch jedes Jahr fette Blockaden von Bauern, die halt mit hunderten Traktoren Autobahnen zumachen. Und zwar also alle Zufahrten von Paris auf einmal zumachen und so. Und absolutes Chaos. Also das ist keine neue Sache für die Bauern. Warum regen sich die Leute über die sogenannten Klimakleber auf, aber nicht über die Blockaden der Bauern? Ich glaube, das liegt daran, dass die Bild gegen die Klimakleber hetzt, aber nicht gegen die Bauern. Weil rational kann ich dir das nicht erklären, da gibt es eigentlich keinen Grund. Die Bauern protestieren jetzt, dass klimaschädliche Subventionen
abgeschafft werden und die andere Seite will das Klima retten. Naja, also ich versuche halt immer, mich in die Lage reinzuversetzen, und ich kann mir vorstellen, wenn ich Bauer wäre, dass ich zwar eigentlich für die Bekämpfung des Klimawandels bin, aber auf der anderen Seite sehe, dass ich einen Wettbewerbsnachteil habe, wenn ich als erster Bauer anfange, irgendwie biologisch nachhaltig anzubauen, dann kosten meine Sachen halt mehr. Ja? Und ein Teil davon ist der Markt bereit aufzufangen, dann gibt es halt Bioläden, die kosten halt mehr. Aber wenn jetzt so ein größerer Bauerbetrieb, sagen wir mal eine ehemalige Kolchose, also so ein großes Ding, wenn die sagen, okay, wir müssen jetzt von heute auf morgen nachhaltig werden, dann wird es halt viel teurer, und dann befürchten die wahrscheinlich zu Recht, dass sie aus Lieferverträgen rausfallen, weil sie das nicht so günstig anbieten können. Und dann gibt's halt Unsicherheit. Ja, in der Landwirtschaft ist immer wichtig, dass man vorher versucht abzusichern. Wenn jetzt schlecht Wetter kommt und die Ernte weniger wird, ja, dass man irgendwie versucht, das vorher so zu regeln, dass man auf jeden Fall das Jahr überleben kann. Ja, und das ist eben gefährdet, wenn es jetzt von außen eine Regelung gibt, die dafür sorgt, dass die Verträge alle wechseln, weil keiner die mehr anhalten kann, weil einfach niemand so billig liefern kann, wie zugesagt war. Und dass die Angst haben und dann existenziell bedroht anfangen, halt lieber gegen Klimaänderungen zu protestieren, habe ich so ein bisschen Verständnis für. Auf der anderen Seite ist es natürlich für mich als relativ Wohlhabenden auch einfach zu sagen, na, dann wird das Essen halt teurer. Ja, also ich kann das überleben, wenn Brot jetzt mehr kostet. Aber ich bin halt nicht alle Leute im Land. Es gibt auch viele Leute, für die das ein Riesenproblem wäre. Und da brauchen wir auch noch eine Antwort für, die Politik im Moment nicht hat. Da könnte man ja die Mehrwertsteuer zum Beispiel auf Grundnahrungsmittel abschaffen. Naja, könnte man machen, aber die ist jetzt schon 7%. Also ich glaube, die Verteuerung wird mehr als 7% sein. Also sage ich jetzt mal so aus Bauchgefühl, ich habe die Zahlen nicht. Aber ich glaube, das reicht nicht, die Mehrwertsteuer. Gut, vielleicht wird jetzt mit dem Bürgergeld, könnte man dann halt erhöhen. Also es gibt sicher irgendwie Lösungen, aber die hat die Politik noch nicht kommuniziert. Und solange du nicht kommuniziert hast, was passieren wird, was dich retten wird, haben halt die Leute Angst. Und Leute, die Angst haben, reagieren nicht unbedingt rational. Das heißt, jetzt auf die Bauern zu hauen, ist nicht die Lösung, ja. Was muss passieren, damit sich Felix von Leitner auf die Straße setzt und eine Straßenblockade macht? Tja, ich fürchte, da bin ich zu alt für, kriege ich Rückenschmerzen. Aber ich sympathisiere mit denen, also ich finde das gut, die Klimakleber. Die soll man machen. Aber die soll man machen, ja, ich würde mich da hinstellen vielleicht, aber hinkleben würde ich nicht. Sorry, bin ich zu alt für. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Pewe, danke für deine Zeit. Das war unser Junge Naiv-Interview im Jahre 2023, Ende des Jahres. Ich hoffe, dass uns keine Pandemie nächstes Jahr dazwischen kommt. Nein. Kann ja passieren. Nein, vor der Pandemie ist nach der Pandemie und umgekehrt. Die wird jetzt immer da sein. Ja, es wird vielleicht nicht mehr bürokratisch gesehen eine Pandemie sein, aber das irgendwie. Ich glaube, es wird immer Leute geben, jetzt, die mit Masken rumlaufen, weil das Risiko bleibt halt da. Das kann ja eine andere Pandemie als Corona sein, das meine ich. Aber ist ja am Ende egal, ja. Also irgendwelche Schutzmaßnahmen werden wir jetzt halt haben müssen, glaube ich, ab jetzt, weil die Leute gesehen haben, oh, da sterben Leute. Ich meine, für mich war eigentlich unbegreiflich, wie wir all die Jahre das einfach hingenommen haben, dass jedes Jahr so viele Leute an Grippe gestorben sind. So, wir haben irgendwie Impfung angeboten, aber das war jedes Jahr, weiß ich, irgendwie 100.000 oder so, jedes Jahr Tote durch Grippe. Und man denkt so, das kann ja wohl nicht wahr sein, das ist eine Kleinstadt, das ist eine große Stadt sogar, ne? Ich glaube, da sind wir jetzt einfach ein bisschen sensibilisiert für. Und daher wird es ab jetzt immer Leute geben, die halt ein bisschen Social Distancing machen und Masken tragen und so. Ich auch. Gut, dann sage ich vielen Dank. Ich bin gespannt, was hier unter der Kommentarspalte los sein wird. Es werden sich bestimmt wieder eine Menge aufregen. Du wirst wieder Ärger bekommen. Ja, ja. Na und? Aber darum bist du ja hier. Genau. Danke, Pewe. Danke für eure Unterstützung. Bye, bye.